Ja, hallo weiter zu, schon herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Bautipp-Video will ich über Türme sprechen. Türme sind toll, ich glaube, da will mir niemand widersprechen. Und ich will euch heute 15 Turmdesigns zeigen, die ihr umsetzen könnt. Ich sehe immer wieder Leute, die Türme in ihren Stadtmauern, in ihren Burgen. Ja, das sind auch die Türme, die ich heute hauptsächlich anspreche. Das heißt, es geht mir jetzt nicht um... es geht ja auch schon ein bisschen in beide Richtungen, aber prinzipiell geht es mir um Türme, die klassischerweise in Burgen, Stadtmauern, Schlössern und sowas verwendet werden. Im Großen und Ganzen sehe ich immer wieder Leute, die haben dann ein Turmdesign und das ziehen sie dann einfach durch. Das sieht meistens auch entsprechend danach aus, nämlich relativ bescheiden. Ich empfehle immer wieder zu sagen, nehmt verschiedene Turmdesigns, passt die Türme vor allem auch an die Situation an, wo sie gerade sitzen und stehen. Ja, das ist ganz entscheidend und ich will euch heute so ein paar Varianten zeigen, wie ihr eure Türme mit Kleinigkeiten manchmal anpassen könnt, um eine gewisse Variation reinzukriegen. Ihr werdet merken, die Türme hier hinten sind jetzt relativ simpel. Ja, dieses Zinndesign ist jetzt immer das gleiche, das ist auch nicht das Berauschendste. Und um das Ganze euch ein bisschen in der Praxis dann näher zu bringen und das Ganze auch mal zu zeigen, wie das optisch besser aussieht, gucken wir uns auch immer mal wieder Beispiele an, wie sie auf uns auf der Map eingesetzt sind und wie sie bei uns auf der Map eingesetzt sind. Das heißt, wir sind jetzt hier auch aktuell im Default, ja, im Vanilla Minecraft Texture Pack und dann dort modded mit Conker's Reforged. Also nicht verwirren, wenn dann auf einmal alles ein bisschen anders aussieht. Ja, aber wir sind ja hier flexibel. Genau, 15 Stück sind es an der Zahl und wir wollen mal ganz links beginnen. Die sind jetzt nicht in der perfekten Reihenfolge dafür, aber wir wollen mal ganz links von dem Turm anfangen. Der Turm ganz links hier nämlich, der ist eigentlich ein klassischer Turm. Ja, wir haben einfach einen Zylinder und haben ein Dach drauf. Was ich noch sagen will, Entschuldigung, ist mir gerade noch eingefallen. All die Turmdesigns, die ich euch zeige, funktionieren theoretisch auch in einer Variante von eckigen Türmen, theoretisch, die meisten jedenfalls, und auch mit anderen Holzsorten oder anderen Gesteinsvarianten, logisch, ja, auch mit Sandstein teilweise, das geht auch. Ja, wir haben auf jeden Fall hier einen klassischen Turm, wir haben einfach wie so einen Hexenhut hat er auf, ja, da ist einfach ein Dach drauf und sind vor allem Türme, die meistens untergeordnet eine Rolle spielen, ja, die Dächer könnten jetzt auch wesentlich flacher sein. Ja, und könnten auch ja ganz anders ausgestaltet sein. So einen Turm haben wir beispielsweise hier in der Stadtmauer von Minera auch eingebaut. Und das ist, finde ich, ein sehr klassischer Verwendungszweck für den Turm. Ja, denn dadurch, dass wir eben ein Dach haben und ein ganz schlichtes Dach und eben keine Zinnen etc. pp., dient er eigentlich weniger der Verteidigung. Das heißt, es sind entweder Prunktürme. Aber er ist auch nicht wirklich prunkvoll. Wenn man prunkvoll machen will, zeige ich euch da noch ein paar andere Varianten, die man nutzen kann. Das heißt, es ist einfach ein ganz Standardturm. Und den nutzt man dann entsprechend auch für Standardtürme. Das ist in dem Fall ein Treppenturm. Ja, das heißt, man kann hier unten rein und kann hier oben wieder raus und hat auch nur diesen einen Zweck. Er steht hinter der Stadtmauer selbst. Ja, das heißt, er dient keinerlei Verteidigung im klassischen Sinne und hat wirklich nur diese eine Aufgabe. Und gerade wenn ihr so Türme habt, die irgendwie mit dabei stehen an gewissen größeren Türmen vielleicht, um ein Treppenturm zu sein oder an Mauern, nutzt ganz simple, einfache Dächer, braucht ihr gar keine Zinnen drauf. Die werden hier in dem Fall eher vergoldet und baut das Ganze so als Beispiel. Und dann hat man da, finde ich, eigentlich einen sehr guten Verwendungszweck und auch ein passendes Turmdesign dazu. Wenn man es nämlich dann ein bisschen verteidigungslastiger haben will, macht man so wie der hier. Ja, das heißt, wir haben quasi das Dach, wie hier drüben auch, ein bisschen nach oben geliftet und dann eben einen Holzverschlag reingebaut. Wichtig ist, bei den meisten Türmen, wo wir irgendwie nach oben gehen, also wo wir einen Versatz nach oben bauen, ist es wichtig, dass ihr hier Stützen reinsetzt. Ja, die könnten jetzt natürlich hier mittig sitzen, könnten aber auch hier seitlich so ein bisschen am Rand entlang sitzen, denn das Dach kann nicht von dieser dünnen Außenwand getragen werden. Achtet bitte darauf, dass ihr das nicht macht, denn das ist ein bisschen statisch nicht ganz so richtig. Ja, ihr müsst kein Statiker studiert haben, guckt aber einfach, dass euer logischer Menschenverstand da ein bisschen mitgeht. Ansonsten könnt ihr auch bei sowas immer super solche Klappen nach unten einbauen, dass ihr solche Mörderlöcher nach unten habt. Das funktioniert eigentlich auch immer richtig, richtig gut. Ja, da gibt es wenig Probleme. Und so ein Turm kann dann tatsächlich auch so aussehen. Das ist beispielsweise ein ziemlich großes Exemplar von so einem Turm und hat tatsächlich auch unten einen Steinüberhang. Ja, wir hatten den drüben aus Holz, hier haben wir den aus Stein. Das ist auch, also auch da könnt ihr variieren. Ja, ihr könnt Dutzende Dinger machen und auch hier haben wir unten Löcher drin, dass man nach unten schießen kann. Auch hier haben wir in der Mitte ein Holzgerüst, das auf den Hauptsteinturm aufsitzt, um eben das Dach irgendwie zu tragen. Ja, auch
diese Türme, finde ich, sehen immer sehr, sehr cool aus. Ja, sie sind ein bisschen schöner als, also finde ich von der Optik her, sind sie schöner als einfache Zinnentürme und haben aber so ein bisschen was Rustikaleres. Ja, sind nicht prunkvoll, sind aber einfach solide, normale Türme, die eben einfach zur Abwehr dienen. Der Klassiker schlechthin ist, jo, der da. Ne, das ist einfach ein Zinnenturm mit einem schönen Zinnenkranz oben. Nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches. Ist halt ein Klassiker. Ja, den kennt man aus jeder Ritterburg, die man jemals gesehen hat, kennt man solche Türme. Und die funktionieren eigentlich auch, ja, entsprechend. Ja, wir haben einfach oben einen Zinnenkranz. Den kann man auch verschieden bauen, dass man hier unten also höhere Zinnen hat oder auch Zinnen, die nach unten irgendwie gehen, dass man nach unten schießen kann. Da zeige ich euch auch gleich noch ein paar Varianten. Da kann man wirklich viel machen. Ne? Also das ist wirklich, ja, da geht schon einiges an Variationen. Gleich neben unserem vorherigen Beispiel haben wir nämlich so einen. Ja, da steht hier vorne, steht so ein Türmchen, ganz, ganz schlicht, ganz, ganz klassisch. Und das ist eigentlich nichts großartig Besonderes. Ne? Einfach ein Zinnenkranz oben drauf und fertig. Ja? Man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen krasser machen. Ja? Wenn wir mal hier in diese Richtung fliegen, dann sehen wir hier oben unsere große Gebirgsfestung. Und das hier ist theoretisch gesehen nichts anderes als auch ein Turm mit normalen Zinnen. Ja, ist jetzt kein spektakulärer Turm, er geht natürlich ein bisschen nach oben in die Breite, aber hat halt einfach sehr, sehr hohe, große Zinnen. Ja, das heißt, auch da, ihr könnt, was die Gestaltungsmöglichkeit angeht, von solchen Türmen, kann man wirklich eine Menge, Menge, Menge machen und das solltet ihr eigentlich einfach auch nutzen. Um es dann doch ein bisschen verzierter und prunkvoller zu machen, wie ich eingangs erwähnt habe, eignet sich die Variante besser als die dort hinten. Denn wir haben hier diese Steinelemente, was das Ganze ein bisschen massiver wirken lässt, der Zinn einfach übernommen. Ja, das heißt, wir haben quasi hier das gleiche wie hier auch, nur haben wir einen Spitzdach in die Mitte reingesetzt. Ja, das heißt, ihr nehmt einfach eure bestehende Zinnelemente, baut einen Spitzdach in die Mitte rein und fertig. Das sieht dann immer noch ein bisschen besser aus als sowas. Es kann natürlich, je nachdem, wo ihr das einsetzen wollt, wenn ihr ein einfaches Mauerelement habt, wie vorhin, ja, dann nehmt nicht so einen Turm, denn der ist natürlich relativ simpel. Das soll einfach nur ein Türmchen sein, kommt ein Holzdach drauf, fertig. Wenn ihr jetzt aber das in einem größeren Burg habt oder in einem Komplex, wo ihr sagt, boah, das muss ein bisschen nach was aussehen, ja, das soll ein bisschen was repräsentieren, dann sieht sowas immer ein Ticken besser aus, ja, als wenn ihr das jetzt ganz normal irgendwie nutzt. Ich habe jetzt nicht auf die Schnelle das perfekte Beispiel dafür gefunden, aber geht schon in die richtige Richtung. Ja, wir haben hier wirklich die Steine mit hochgezogen, sind in dem Fall jetzt keine Zinnen, sondern so ein bisschen giebelförmig und haben die eben hier hochgezogen und dann entsprechend ein Dach drauf gesetzt. Ist eigentlich nichts Besonderes. Auch da ist eher wieder so ein Prunkelement. Ja, ist hier an der Stelle tatsächlich eine ältere Stadt eher unnütz eingebaut worden. Ja, hätte man eigentlich auch einfach weglassen können. Wir haben hier aber auch versucht, verschiedene Türme einzubauen und der ist da eben auch drin gelandet. Sinnvoll ist er an der Stelle tatsächlich, muss ich gestehen, allerdings eher nicht. Zu dem Kollegen hier weiß ich jetzt auch aktuell nicht spontan, wo irgendeiner bei uns auf der Map stehen würde. Ich skippe bestimmt einen, vielleicht noch nicht, aber man kann es definitiv machen. Und zwar ist das eine Art Kombination aus dem hier und dem hier. Ja, das heißt, ihr habt einfach einen normalen Steinturm, ja, ein Zinnenturm und rüstet den dann nachträglich theoretisch mit einem Holzverschlag auf. Das hat man tatsächlich im Mittelalter öfter gemacht, dass es sowas gab. Das hat man auch für Mauern natürlich gemacht. Aber letzten Endes ist es genau das. Ja, wir haben einfach einen Holzverschlag auf einem bestehenden Steinturm gebaut und dadurch den Schutz ein wenig erweitert. Hier beispielsweise fehlen auch jetzt Schlitzen innen drin. Das sieht ein bisschen albern aus. Also wie gesagt, auch hier tragen diese Holzklappen nicht das gesamte Dach. Da muss irgendwas in die Mitte, was das Ganze trägt. Das ist schon entscheidend. Aber ist eigentlich ganz cool. Ja, das kann man so ein bisschen. Gegebenenfalls hat man Mauerelemente, die schon ein bisschen länger existieren und man hat das irgendwann dann nachgerüstet. Das passt, finde ich, auch immer sehr, sehr gut. Wie gesagt, Beispiel auf der Map weiß ich jetzt keins. Dann haben wir dieses Exemplar hier. Das sieht jetzt hier ein bisschen albern aus, gebe ich zu, aber letzten Endes ist es nichts weiteres, als zu sagen, ich habe einen Turm und will entweder, es gibt zwei Gründe, entweder will ich die Verteidigungskapazitäten eines Turms erweitern, indem ich sage, ich baue noch einen weiteren Verteidigungsring rundherum, oder aber ich will überhaupt welche hinzufügen. Das passt natürlich sehr gut, wenn ihr solche Prunktürme habt, wie sowas hier oder auch weiter, die noch hier folgen werden. Und ihr sagt aber, ich will den Prunkturm haben, dass das Ding von weitem gut aussieht, will aber dennoch eine Verteidigungsmöglichkeit haben. Eignet sich so ein Holzverschlag, der am unteren Ende ist, sehr, sehr gut. Beachten solltet ihr hierbei, baut hier dann Türen ein. Also nicht diesen gesamten Bereich hier drin entfernen. Auch hier sind die Holzklappen und dieser Holzverschlag nicht in der Lage, den gesamten oberen Steinaufbau zu halten. Ja? Das heißt, baut erst den Steinturm und dann setzt das Ding dran und baut es nicht irgendwie dazwischen, damit es dann am Ende nicht bescheuert rüberkommt. Ja? Das kann man auch ganz gut mit der Stadtmauer kombinieren, was wir uns mal kurz angucken wollen. Man kann damit nämlich sehr gut die Führung, die man hat. Also man hat hier eine klare
einen kleinen Wehrgang der Stadtmauer eben bei dem Turm eben weiterführen. Ja, und hier haben wir auch ganz klassisch einen Turm wie vorhin, ja, mit ganz normalem Holzdach, der eben erstmal keinerlei Verteidigung bietet. Ja, also zumindest keine Verteidigungsring bietet. Allerdings der Turm hier wieder schon. Ja, wir haben dann quasi hier einfach ein Holzschlag vorne dran gesetzt. Ja, der hat ja unten auch wieder Klappen drin. Und so kann man eben hier diese Stelle auch wunderbar verteidigen, obwohl der Turm selbst eigentlich erstmal dafür ungeeignet wäre. Das wäre beispielsweise auch eine Möglichkeit, um den vorherigen Turm, wo ich meinte, dass er ungünstig positioniert wäre, tatsächlich noch nachträglich umzurüsten, dass es am Ende doch wieder Sinn ergibt. Ja? Also das ist natürlich auch praktisch. Könnte auch für euch sinnvoll sein, wenn ihr sagt, ich habe jetzt Türme in meiner Stadtmauer, die ja vielleicht doch nach betrachtet eher unnütz sind. Könnt ihr das damit vielleicht nochmal retten? Hier geht es in dem Fall hier rundherum, könnte auch hier enden, weil... Ne, aber letzten Endes geht es hier einmal so in einem ja, fast komplett rundherum. Könnte aber auch, wenn ihr die Turm in der Ecke habt, vielleicht nur in einem Viertel sein oder wie auch immer. Sieht aber an und für sich, finde ich, immer sehr, sehr nice aus. Als nächstes möchte ich ein paar Türme im Gesamten abhandeln. Ja, das heißt, die hier will ich so ein bisschen alles miteinander nehmen. Das sind letzten Endes Türme, die auch ein bisschen prunkvoller sind. Ja, gerade die beiden hier vor mir. Und sind dann eben übereinander gestapelt. Auch hier gilt bei dem Turm beispielsweise wieder, hier müssen natürlich der Stützen rein, so wie hier, dass das Ganze nicht in der Luft schwebt. Letzten Endes, im Großen und Ganzen, kann man solche Designs, ja, die sind jetzt hier aus Stein, die könnten aber genauso gut auch aus Holz sein oder aus, also, ne? Wir hatten hier vorne so einen einfachen Holzverschlag, das kann man natürlich auch ein bisschen massiver bauen. Man kann aber genauso gut auch hier vorne einen einfachen Holzverschlag machen, einen Stein und oben wieder aus Holz bauen oder Fachwerk, wenn man eben die entsprechenden Blöcke dazu hat. Da geht eine Menge. Ich zeige euch demnächst Dutzende Beispiele dazu, ja? Diese Türme sind halt wirklich schön, weil man kann damit ein bisschen was, auch wieder ein bisschen was Prunkvolles machen, ein bisschen was Verzierteres. Das heißt, es sind eher wieder Türme, die halt in Schlossanlagen stehen oder Burgen, in Bereichen, die eben mehr gesichert sind. Und da kann man eben auch ganz gut und gerne mal sagen, wir haben da eben einen Bereich, der eben ja, ein bisschen schöner ist. Oder es sind zivile Türme, ja, oder Türme von irgendwelchen schöneren Gebäuden. Und man kann natürlich diesen Bereich auch ganz gut einfach in einer anderen Farbe machen. Wie gesagt, man kann da Holz nehmen, man kann da Lehm oder sowas nehmen. Ich zeige euch gleich ein paar Variationen. Also da habe ich wirklich einiges auf Lager und das ist auch, glaube ich, ganz sinnvoll, euch das zu zeigen. Wo ich jetzt nicht weiß, ob ich da einen finde, von dem hier. Ja, das ist quasi, aber das kann man auch machen. Also sieht auch so sehr, sehr cool aus. Ist quasi so ein bisschen, was ich angesprochen habe, aber das ist quasi ein Turm, der sich oben verjüngt. Und dann aber nochmal, um eben trotzdem eine Wehrhaftigkeit darzustellen, wieder einen Wehrkranz aus Holz hat, mit einem Holzschlag. Es könnten auch genauso gut Zinnen sein. Also ihr könntet auch anstatt das hier, so wie das jetzt hier klein drin steht, einfach einen größeren Zinn ganz gut haben. Wir fliegen einfach mal auf der Map ein bisschen rum. Wir finden Dutzende von solchen Türen. Und beginnen will ich gleich mal mit dem hier. Ja, wir haben hier ganz klassischen Turm. Der wird oben ein bisschen dicker, hat dann oben aus Lehm. Ja, wir sehen hier, das ist quasi die ganzen Beispiele, die ich gemacht habe. Ja, es wird dicker. Wir haben einen Lehmaufbau, eine andere Farbe. Oben dann sogar aus Holz und dann nochmal ein Dach drauf. Ja, ganz klassisch. Das Dach wird natürlich dann hier ein bisschen flacher. Ihr könnt es nicht genauso spitz machen, dann sieht es so seltsam aus. Und oben dann einfach ein ganz normales Spitzdach drauf. An und für sich nichts Großartiges, Revolutionäres. Ähnlich kann man sagen, sieht es auch bei dem Rathausturm hier aus. Ja, der wird auch oben ein bisschen dicker, kriegt eine andere Farbe und dann ein Dach drauf. Ist in dem Fall jetzt ein eckiger Turm, kein runder Turm. Aber ich habe ja eingangs erwähnt, es funktioniert eigentlich mit sehr, sehr vielen Varianten. Wir haben hier vorne beispielsweise, da haben wir auch einen Turm, der hat unten einen Holzverschlag, oben dann so ein kleines Ziertürmchen drauf. Das sieht einfach ein bisschen netter aus als ein normaler Standardturm und ist im Endeffekt nichts anderes als der Turm hier, nur nochmal mit einem kleinen Obertürmchen. Ja? Gleiches gilt auch für hinten. Ja? Wir haben hier wieder einen normalen Turm theoretisch, oben dann als Leuchtturm umgebaut. Also da kann man schon viel machen. Ja? Da gibt es wirklich eine Menge Möglichkeiten, wie man das Ganze gestalten kann. Und diese Turmvariationen, also wirklich auch nicht nur, dass ich jetzt verschiedene Sorten von Gesteinen, sondern auch verschiedene Arten und Weisen, wie sich das Ganze ausgestaltet benutze, kann man da schon eine Menge machen. Der nächste Turm, den ich ansprechen will, ist eigentlich auch nichts Besonderes. Wir haben einfach einen normalen Turm, haben dann oben einen kleineren Turm drauf, der als Zugang zur oberen Plattform dient. Wie gesagt, das ist theoretisch nicht großartig was anderes als der hier. Ja? Obwohl ich das hier ein bisschen was anderes sehen würde, denn hier habe ich, jetzt könnte man natürlich das auch höher ziehen, ich würde sagen, hier habe ich einen normalen Turm, der oben einfach dünner wird. Ja? Und hier habe ich einen Turm, in dem nur dieses kleine Ding hier oben aufgesetzt wird, nur damit man oben auf die Plattform gescheit draufkommt. Ja?
Das ist auch wirklich super common. Das kann man beispielsweise hier ganz gut sehen. Ja? Hier haben wir einfach einen ganz klassischen Turm mit Zinnen, Mitte dann einen kleineren Turm mit einem Dach und dann hier eine Tür, dass man hier auch hochkommt. Ja, das haben wir schon das ein oder andere Mal hier. Allgemein habe ich prinzipiell, ja, ich hatte auch erwähnt, man kann ruhig auch Zinnen bauen, ein Dach in die Mitte setzen. Das Dach kann man auch hier und da gerne ein bisschen weiter nach innen so rücken. Ja, das haben wir auch hier und da, wo das Dach nicht direkt presse an den Zinnen sitzt, sondern ein bisschen weiter innen. Das sieht auch immer ganz schön aus. Ein gutes Beispiel dafür wäre auch der hier. Ja, der ist, hat auch so ein bisschen einfach Luft gelassen dazwischen, dass man theoretisch da oben noch irgendwie rumhantieren kann. Gleiches gilt auch für den Turm hier, der sowieso ziemlich speziell ist. Ja, das ist jetzt keine sonderliche Art, die ich euch präsentieren kann. Der hat aber auch ein Dach und hat hier oben dann entsprechend eine Lücke gelassen. Das funktioniert eigentlich auch mal ganz gut. Und wir haben auch ein Exemplar, das geht jetzt aber auch über in den nächsten Teil. Das ist beispielsweise auch so. Hier oben nutzen wir ein Dach, um auf den Turm zu gelangen. Und der Turm ist besonders, weil er theoretisch eine Art Halbrunde darstellt. Ja? Das will ich euch aber eher auf der anderen Geschichte nochmal zeigen und will euch dann auch nochmal ein paar andere Beispiele dazu zeigen. Prinzipiell ist es aber einfach ein Turm, der hinten glatt ist. Der ist sogar so leicht angerundet noch. Man könnte das auch komplett kantig machen. Und hat dann hier auch so ein halbrundes Dach, das hinten wieder eine Öffnung hat, dass man eben rauskommt. Das habe ich jetzt hier aber nicht gemacht. Ich habe jetzt hier einfach einen ganz normalen eckigen Turm gebaut, also einen halbeckigen oder halbrund. Könnt ihr euch aussuchen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ist der Turm halbeckig oder halbrund? Schwierig zu beurteilen. Aber auf jeden Fall ganz klassisch. Schön ist an den Türmen nämlich, man kann diese auch in der Länge variieren. Ja, man kann da prinzipiell runde Türme auch oval bauen. Da zeige ich euch in dem Zusammenhang auch mal einen. Aber prinzipiell kann man diesen Turm, und das ist ganz schön, theoretisch hier auch länger bauen. Ja, das heißt, ich nutze quasi die Form eines Rechtecks, um den Turm zu erweitern. Nimm aber dann die Halbrunde, um den Turm irgendwie eine gewisse Form zu geben. Haben wir beispielsweise auch bei einem Torhaus, zeige ich euch, und in verschiedenen anderen Sachen. Das Torhaus hatte ich bereits angesprochen. Ne? Das heißt, hier haben wir theoretisch auch zwei halbrunde Türme. Man sieht es nicht ganz so gut, weil es in der Schrägen ist, aber hinten ist es theoretisch gerade und vorne dann eben rund. Ja, das ist, wie gesagt, ganz, ganz common. Und wir haben es hier hinten tatsächlich auch bei einem Turm, der ist oval. Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Der hier, der ist oval. Ja, das kann man auch mal machen. Ist natürlich jetzt auch nicht so gängig, aber finde ich so als Gimmick zu sagen, hier ist ein ovaler Turm, ganz cool. Und hat theoretisch auch diesen Vorteil, dass man quasi eine höhere Breitseite hat. Ne? Der Turm hat jetzt mehr Schießschaden in Richtung des Angreifers, als wenn er rund wäre. Nur mal so als Gedanken ist es sogar gar nicht so abwegig. In dem Zusammenhang halb rund will ich auch nochmal halb offen ansprechen. Ja, wir haben ja insgesamt in der Stadt Lietzbrück haben wir einige halbe Türme gebaut. Ja, das sind wirklich Türme, die wirklich eigentlich halb sind. Ja, man könnte hier noch eine ganze Ecke ransetzen, die vorne zwar aus Stein sind, hinten dann tatsächlich nur so ein Holzgerüst drin haben und das Dach hinten offen steht. Das ist auch wirklich eine Sache, die ihr machen könnt. Ja, also auch hier ist es theoretisch so ähnlich, denn der Turm ist jetzt nicht so ganz halb wie beispielsweise der hier. Und das kann man dann auch kombinieren. Wir haben hier auch halbrunde Türme stehen, die, also das ist auch ein halber Turm hier. Wir haben aber auch hier halbrunde Türme wie der hier beispielsweise, der ist auch vorne rund, hinten eckig und aber auch hinten offen. Ja, das kann man auch machen. Ihr seht, also es gibt wirklich eine, ich wiederhole mich, ich weiß, aber es gibt wirklich unendlich Möglichkeiten, wie ihr Türme designen könnt. Unendlich. Dann will ich wieder zwei Stück auf einmal abklappern, und zwar den hier und den Kollegen Rest dem dran. Und zwar, wir haben hier tatsächlich einen Turm, der ist mir jemand eingefallen, dass es den auch noch gibt, aber den finde ich gar nicht mal so gut. Denn ich finde es eigentlich, ist es die schlechte Variante, also es ist weder prunkvoll noch irgendwie verteidigungstechnisch wirklich besonders atemberaubend. Also es ist die schlechte Variante von dem ganz da hinten, von dem mit dem kompletten Holzummantlung. Ja? Kann aber gegebenenfalls auch für gewisse Außenposten etc. vielleicht seinen Reiz haben. Wie gesagt, ist jetzt aber nicht einer meiner Favoriten. Ja, eher untergeordnete Rolle. Ja, der hier rechts eben dran sieht erstmal so aus, als hätte ich hier wieder Zinnen gebaut. Habe ich hier nicht so gut umgesetzt. Gucken wir uns auf der Map an. Ist quasi ein Turm mit Giebeln. Ja, man kann einen Turm bauen, kann dem ganzen Turm auch Giebeln geben und kann dann da entsprechend Dach drauf bauen. Das kennt man tatsächlich auch von Kirchdächern ganz gut. Ja, also manche Kirchen, das nennt sich ein sogenanntes Rhombendach. Aber auch in verschiedenen Variationen wieder. Ja, also die klassischen spitzen, großen Giebel mit Dach in der Mitte, die gibt es natürlich, wie gesagt, bei Kirchen kennt man das ganz gut. Aber letzten Endes bei, ein klassisches Beispiel ist, soweit ich weiß, der Limburger Dom hat auch solche Giebel und dann Dächer dazwischen. Ja,
Aber das kann man auch in kleineren Maßstäben machen und eben auch bei entsprechenden weniger prunkvollen Türmen, die aber dennoch ein bisschen ästhetisch, ein bisschen aufgemotzt werden sollen. Beispielsweise haben wir hier ein ganz schönes Exemplar. Ja? Wir haben hier wirklich auch einen ganz normalen Giebel hier dran und haben dann entsprechend dazwischen ein Dach. Wir haben sogar hier oben wieder einen Aufbau oben drauf, haben das aber auch an solchen Stellen. Ja, der Turm ist beispielsweise eckig, hat auch solche Art Giebel. Auch hier haben wir das Ganze mit so ein bisschen giebelartig. Und wir haben das theoretisch sogar selbst beim Tempel. Ja? Wenn wir den Tempel uns betrachten, haben wir das hier auch gemacht. Ja, so ein kleines Giebelelement eingebaut und dann den Turm oben noch umgezogen. Und das ist tatsächlich ein sehr prunkvoller Turm. Ja? Ein Beispiel, das ich finden konnte zu diesem Holzaufbau, war tatsächlich hier. Der Turm unserer Markthalle, der als Glockenturm funktioniert und da tatsächlich eine Berechtigung hat zu sagen, er ist offen, dass eben der Glockenschall möglichst weit über die Stadt hinausgeht. Hier, das ist die Anwendungsmöglichkeit, die ich dazu gefunden habe. Ansonsten, wie gesagt, ist ein holzverschlagener Turm, um jetzt eher oder eben, ja, hier ist es das Holz, er fällt mir gerade ein. Wir haben es natürlich theoretisch auch schon hier und da gesehen, ja, hinten beispielsweise auch. Das ist jetzt auch nur aus so Stützen für einen Leuchtturm, ne? Leuchtturmdächer und Leuchttürme, da würde es natürlich auch funktionieren. Also immer, wenn ihr was sichtbar oder hörbar haben wollt, finde ich so ein Turmdesign, so sagt, wir haben das ein bisschen luftiger, ein bisschen offener oben, ist es dann irgendwie sinnvoll. Last not but least möchte ich noch die beiden Herren hier vorstellen. Das ist, ja, die sind speziell. Ja, die sind auch, wir haben natürlich, der ist jetzt auch nicht, finde ich, überragend schön. Es geht letzten Endes, wie gesagt, hier nur ums Prinzip. Also sagen, ich habe einen Turm und habe ein Nebentürmchen, einen kleinen Anbau. Ja. Das habe ich jetzt gar nicht dargestellt, dass man den Anbau natürlich auch bis da unten ziehen könnte. Zeige ich euch aber auch. Und wir haben, ich würde es mal sagen, eine Art Turmschachtelung. Ja, wir schachteln Türme aufeinander. Wir haben Turm auf Turm auf Turm auf Turm. Und das kann man auch mit all dem, was ich hinten schon gesehen habe, variieren. Ja, wir haben eckig und gerade Formen. Das ist sehr spannend. Wenn ich sage, ich habe einen eckigen Turm unten und runden oben, das ist immer sehr spannend. Das ist, wenn ihr es in die Schräge baut, ein bisschen komplizierter. Vielleicht mache ich dazu mal ein eigenes Video dazu. Aber letzten Endes, ich habe es ein paar Mal nämlich schon in Streams und so erklärt, aber letzten Endes ist es sehr, sehr cool. Ja, ihr könnt damit nämlich sehr, sehr schöne Formen gestalten, könntet jetzt hier oben nochmal einen Turm draufsetzen und könnt auch alle bestehenden Variationen, die ihr schon kennt, theoretisch damit anwenden. Ein Beispiel der eben genannte Elemente, alle miteinander kombiniert, ist das Stadttor beispielsweise hier. Ja, das hat einen eckigen, wie gesagt, es ist wieder eine schräge, aber es hat einen eckigen Aufbau, oben einen runden Turm und hat an jeder Seite nochmal ein kleines Ecktürmchen dran. Ja? Das ist an und für sich immer sehr, sehr süß. Wir haben aber allgemein sehr oft irgendwelche Ecktürme. Wir haben beispielsweise auch hier vorne bei der Burganlage wieder einen großen Turm mit Ecktürmen, die wieder in anderen Farbe sind und sogar einen Holzverschlag dazwischen. Ja, also ich sag's nochmal, man kann wirklich alle möglichen Elemente miteinander kombinieren. Ich wollte auch nochmal aufmerksam machen, dass wir hier auch eckige Türme haben mit Holzverschlägen. Ja, beispielsweise hier oder auch hier. Ja, das gibt es auch. Da habe ich das Dach in der Regel, oder machen wir das Dach in der Regel immer ein bisschen flacher. Ja, aber das funktioniert technisch betrachtet auch. Ja, und auch bei der Burg hier sehen wir haben hier viele verschiedene Türme. Ja, wir haben einen Turm mit Holzverschlag, wir haben einen Turm mit Dach in der Mitte, wir haben einen Turm mit komplettem Dach, wir haben einen Turm ohne Dach mit Zinn, hier wieder einen Turm mit komplett Dach und hier wieder einen Turm mit Holzverschlag und Dach. Ja, und so weiter. Das zieht sich durch und ist sehr, sehr sinnvoll, das so zu machen. Ja, letzten Endes aber zu diesen Anbauten. Man kann natürlich auch, wir haben es hier vorne ganz gut auch gesehen gehabt schon, auch einfach solche kleinen Türmchen immer ganz nett und lieb da einfach so dranhauen. Man muss immer gucken, dass die Proportionen stimmen. Ja, in dem Beispiel, das ich vorhin gezeigt habe, war es vielleicht sogar ein bisschen zu groß für den kleinen Turm, also in dem, ne, auf der anderen Welt. Und hier ist es aber von der Proportion her ein bisschen schöner gemacht. Auch der Übergang ist schöner gemacht. Wir haben sowas beispielsweise auch hier beim Rathaus. Da ist es aber jetzt kein wirklicher Überhanganbau, sondern einfach ein Turm, der an dem Hauptturm dran sitzt. Ja, das kann man auch sehr, sehr gut und sehr, sehr oft machen. Der kann auch niedriger sein, beispielsweise oder höher in dem Fall. Ich wollte aber nur Höhenunterschiede. Hier ist beispielsweise auch ein ganz normaler viereckiger Turm, der als Torhaus dient und dann einen runden Turm, der da eben angedockt ist. Ähnlich haben wir es auch hier vorne. Hier ist ein kleiner Turm, der wieder als Überhang gilt und so weiter. Also ihr könnt da wirklich eine Menge machen und eben solche Türme ein bisschen hübscher zu gestalten. Ja, das solltet ihr euch auch auf gar keinen Fall nehmen lassen. Und dann wäre ich eigentlich auch durch. Ich habe euch jetzt einen großen Überblick gegeben an Türmen und dessen Variationen und ich denke, ihr habt damit jetzt eine gute Grundlage, um auch eigene Turm- und Turmdesigns zu entwerfen und entwickeln. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Video haltet. Ich könnte mir noch vorstellen, gegebenenfalls mal noch ein Video zu Zinndesigns zu machen, zumindest im Groben.
und euch da ein bisschen was zu zeigen. Ansonsten aber ist das eigentlich, denke ich, habt ihr, wie gesagt, gute Basics. Aber wie gesagt, gerne in die Kommentare, was haltet ihr davon und wie fandet ihr das Video? Fandet ihr es hilfreich oder auch nicht? Gerade weil die Bautipps ja immer so ein bisschen, ja, ein bisschen offener gestaltet sind. Ne? Da ist es, finde ich, das immer ein bisschen wichtig, dass ich da irgendwie ein bisschen Feedback kriege, wie hilfreich das Ganze ist, was ich hier tatsächlich erzähle. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei der lieben Putzhilfe für die Unterstützung von dem Kanal und auch möchte ich noch anmerken, wenn ihr die Sachen euch selbst angucken wollt, ja, auch auf der Map ein paar Inspirationen sammeln könnt, könnt ihr es gerne tun. Ihr braucht dafür nur den Conquest Reforged Mod in der 1.12 und unsere Server-IP, die findet ihr aber auch nochmal auf unserem Discord, der wiederum in der Videobeschreibung verlinkt ist. Ansonsten könnt ihr jetzt am Ende des Videos noch einmal mich sehen, wie ich innerhalb von 10 Minuten versuche, einen Turm zu bauen. Das finde ich finde ich gar nicht so schlecht aussieht. Und tatsächlich auch nochmal ein Turm-Tutorial von mir sehen, wie ich einen Turm mit Holzverschlag baue. Einen schönen Wachturm. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.